Servus zusammen, hier ist wieder der Admiral und willkommen zum weiteren Video. Heute kommt ein Informationsvideo und zwar soll es um das dritte DLC von Battlefield 1 gehen mit dem Namen Turning Tides. Zu Turning Tides wussten wir bisher eigentlich relativ wenig, wussten, dass es sich so um den Amphibienkrieg, also besonders eben Wasserschlachten dreht und dass es sehr wahrscheinlich Ende des Jahres released werden wird, das heißt wahrscheinlich in den letzten Dezemberwochen. Ich persönlich leite daraus ab, dass die CTE-Tests, wo wir das Gameplay dann wirklich zu Gesicht bekommen werden, dementsprechend ungefähr Anfang November starten werden, das heißt dort werden wir dann erst das richtige Gameplay sehen, allerdings sind jetzt trotzdem in den letzten Tagen ein paar Informationen aufgetaucht. Und zwar über ein Twitter-Frage- und Antwort-Special zusammen mit dem Battlefield 1-Entwickler Andrew Gulotta, der hat sich da eben den Fragen aus der Community gestellt und diese beantwortet. Und aus diesen Antworten möchte ich euch heute einige Informationen herausfiltern, die uns eben einen kleinen ersten Einblick in das neue DLC liefern. Als allererstes geht es hierbei um die neue Fraktion-Armee, die es in das DLC schaffen wird, und zwar um die sogenannten Royal British Marines. Das passt natürlich zum Wassersetting, denn Marines sind immer im Wasser unterwegs und dementsprechend eine relativ passende Armee. Was man sich jetzt natürlich noch fragen könnte ist, werden es auch die Anzacs, also die Neuseeländer und die Australier, in dieses DLC schaffen? Und das Ganze hat Andrew Gulotta nicht wirklich konkret beantwortet. Wir kennen ja die Anzacs schon aus der Singleplayer-Kampagne der Meldegänger und dementsprechend wäre es natürlich auch logisch, das Ganze irgendwie in den Multiplayer zu übertragen. Er hat dazu allerdings nur gesagt, dass er dazu nichts sagen kann zum aktuellen Zeitpunkt, was für mich bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich nichts werden wird. Denn wenn das Ganze in Planung wäre, dann würde DICE das sicherlich eben nicht verstecken, sondern würde das Ganze an uns heranführen und das ist eben nicht passiert und von daher bin ich der Meinung, dass es wohl bei dieser einen Fraktion bei den Royal British Marines bleiben wird. Dann kommen wir zum neuen Coverart, das wurde natürlich auch schon gezeigt und man sieht hier einfach einen britischen Soldaten, der Royal British Marines und der hat ein Lee Enfield Gewehr dabei. Das heißt, hier sehen wir leider noch keine neue Waffe, wie das zum Beispiel beim Franzosen DLC der Fall war und müssen uns eben weiterhin gedulden, bis wir die ersten neuen Schießeisen zu Gesicht bekommen. Auffällig ist allerdings trotzdem etwas und zwar ein Kletterhaken, den man eben an der linken Seite des Soldaten sieht und auf Anfrage von Westy antwortete Andrew Gulotta darauf, dass es tatsächlich einen solchen Kletterhaken geben wird, allerdings wird dieser anders funktionieren, als wir uns das jetzt gerade in unseren Fantasien ausmalen. Für mich bedeutet das, dass dieser Haken wahrscheinlich nicht wie in Hardline funktionieren wird, das heißt man kann ihn wahrscheinlich nicht irgendwo hochwerfen und sich daran dann hochseilen, sondern dass es wahrscheinlich eher etwas kleineres sein wird, vielleicht ein Teil einer Animation, wie man eben beispielsweise auf neue Schiffe oder Gebirgshänge hinaufklettern kann. Apropos neue Schiffe, kommen wir zum Thema Behemoth und hier hat der DICE-Entwickler leider einfach nur gesagt, dass es in diesem DLC kein neues Behemoth geben wird. Allerdings muss man trotzdem nicht traurig sein, denn es wird trotzdem etwas Neues geben und zwar eine neue Elite-Klasse. Wie genau diese allerdings aussehen wird, ist bisher auch nicht bekannt. Dazu werde ich natürlich aber auch noch ein Spekulationsvideo machen. Wenn euch dieses Thema also sehr interessiert, bleibt einfach dran, da wird es in der nächsten Woche sehr wahrscheinlich ein Video für euch geben. Dann kommen wir zu neuen Fahrzeugen und hier gibt es Hinweise darauf, dass uns wahrscheinlich sogar gleich zwei neue Fahrzeuge erwarten. Zum einen hat Andrew Gulotta im Twitter Q&A geantwortet, dass man eben etwas plant, eine Mischung aus Dreadnought und normalem Torpedoboot, das heißt eben kein wirkliches Dreadnought, aber ein Boot, was etwas größer ist und wo auch deutlich mehr Leute hineinpassen. Das würde auch zu einem früheren Beschreibungstext passen, den wir mal unter einem Wallpaper zu Turning Tides gesehen haben und dort war eben die Rede von einem Kreuzer, also einem Cruiser und das ist ja schon ein etwas größeres Schiff. Allerdings muss dieses nicht zwangsläufig ein Dreadnought sein. Das heißt, dieses könnte das erste neue Fahrzeug sein und zudem ist in diesem Beschreibungstext dann auch gleich noch von einem zweiten Fahrzeug die Rede und zwar von einem Coastal Class Airship. Dazu hat sich Andrew Gulotta leider nicht geäußert, weil das leider auch einfach niemand angefragt hat und zwar ist dieses Coastal Class Airship einfach nur ein sogenanntes Prallluftschiff, das heißt eigentlich nur ein aufgeblasener Ballon ohne Gerippe, wie man das beispielsweise von einem Zeppelin kennt. Und dieses Prallluftschiff wurde tatsächlich im Ersten Weltkrieg eingesetzt, zu mehreren Zwecken. Zum einen kann es natürlich einfach eine Speerplattform sein, jemand sitzt eben oben drin und kann von dort aus die Feindbewegung beurteilen. Oder zum anderen kann es auch einfach eine Abwehr sein gegen Bomber. Das konnte man einfach über Schiffe spannen und dementsprechend war es dann für Flieger unmöglich, diese direkt zu bombardieren, weil sie ansonsten in die Ballons hineingeflogen wären. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie das tatsächlich von DICE jetzt umgesetzt wird. Genaueres wissen wir da, wie gesagt, leider noch nicht. Dann kommen wir noch zum Thema Gadgets und hier wurde von Andrew Gulotta angekündigt, dass die Leute bei DICE sehr wahrscheinlich an einem neuen Gadget für dieses DLC arbeiten. Wie genau dieses aussehen wird, ist allerdings natürlich mal wieder nicht bekannt. Dann kommen wir noch zur generellen Größe des DLCs, auch eine Frage, die mich schon häufiger erreicht hat und zwar, wird dieses DLC wieder wie In the Name of the Tsar aussehen, das heißt wieder 6 Karten und ganz viele Waffen oder wie They Shall Not Pass ursprünglich, das heißt nur 4 Karten und auch weniger Waffen. Und hier hat Andrew Gulotta eben einfach nur gesagt, dass In the Name of the Tsar, also das Russland-DLC, das größte DLC überhaupt war und sehr wahrscheinlich somit alle anderen DLCs wieder kleiner ausfallen werden, das heißt sehr wahrscheinlich wieder nur 4 Karten und weniger Waffen, ähnlich wie das anfangs bei They Shall Not Pass der Fall war.
Und dann kommen wir schlussendlich noch zu einem etwas kleineren Thema, und zwar neue Ränge, beziehungsweise sogar neue Klassenränge. Und zwar wurde gefragt, ob es in diesem DLC auch wieder neue Ränge geben wird. Und hierauf hat Andrew Gulotta einfach nur promoted geantwortet, also befördert, was auf jeden Fall vermuten lässt, dass es wohl neue Ränge geben wird. Ob es auch neue Klassenränge geben wird, die sind ja mittlerweile auf Level 50 beschränkt. Das ist leider noch nicht wirklich bekannt. Ich persönlich würde es mir aber wünschen, da ich bei den meisten Klassen auch schon Level 50 bin und das für mich immer so ein bisschen Motivation ist, einfach weiterzuspielen, weil man eben doch noch ein Ziel vor Augen hat, was man erreichen kann. Gut, das war es soweit auch schon von diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Falls mir jetzt irgendwelche Informationen durch die Lappen gegangen sind, die ihr irgendwo anders aufgeschnappt habt, dann könnt ihr die auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren. Und ansonsten könnt ihr auch einfach eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Was haltet ihr von diesen ersten Informationen, beziehungsweise wie interpretiert ihr manche Sachen? Wie interpretiert ihr beispielsweise den Kletterhaken? Was könnt ihr euch da vorstellen? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später bei einem anderen Video. Ciao.